Yeah, hello and welcome here of Two Crazy Games. A year in the hood, a year. Wir spielen Skyrim Special Edition, a year. A year, a year, a year, a year, a year. In the hood, a year. Ich bin euer Tommy, hi. So, wenn ihr auch was von den Drogen haben möchtet, ihr seid herzlich eingeladen. Was? So. So, Déjà-vu, das haben wir natürlich schon in der letzten Folge gehört. Und jetzt nochmal. Hä? Wie komme ich raus? Alter, wo komme ich denn hier raus? Ach, hier. Aha, da sind wir draußen. Gut, so, jetzt nochmal ganz, ganz, ganz offiziell. Hallo und herzlich willkommen hier bei Skyrim. Auf Two Crazy Games. Ich bin euer Tommy und wir haben in der letzten Folge uns schon mal ein bisschen umgeschaut. Ach, Rockfear liegt hier immer noch rum. Ja, also der späten Stunde haben wir es zu verdanken, dass ich hier komplett am Rad drehe. Und vermutlich auch, hätte ich die, die drei Tassen Kaffee vorhin nicht trinken sollen. Man ist dann doch irgendwie ein bisschen überdreht. Naja, jedenfalls, um auf die, ursprüngliche Aussage zurückzukommen. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen uns in Einsamkeit umgeschaut. Wir haben ein Schloss Elend. Was ist denn Schloss Elend? Erstmal Stufenaufstieg. So. So, Magika. So. Und Beschwörung. Beschwörung. Seelendieb. Wiederbelebte Untote besitzen längere Lebensdauer. So, dunkle Seelen. Wiederbelebte Untote. Vielleicht sollten wir nochmal mit wiederbelebten Untoten irgendwie ein bisschen mehr arbeiten. Das überlegen wir uns noch. So, wir sind erstmal Schloss Elend. Und irgendwie muss ich ja hier irgendwas. Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Er wäre verrückt, das zu probieren. Er hat nicht genug Leute. Die Berichte meiner Kundschafter sehen da anders aus. Jeden Tag schließen sich ihm mehr an. Rifton, Dämmerstern und Winterfeste stehen hinter ihm. Das ist keine Sache, das ist eine Rebellion. Nennt es wie ihr wollt, General. Der Mann wird versuchen, Weißlauf einzunehmen. Jarl Balgruuf. Balgruuf verwehrt der Armee das Recht, Truppen in seiner Stadt zu stationieren. Allerdings weigert er sich auch, Ulfrics Anspruch anzuerkennen. Wenn er den Schutz des Kaiserreichs nicht will, in Ordnung. Soll Ulfric seine Stadt plündern? General? Ihr und eure verdammten Jarl. Lassen meine Männer jetzt jeden durch, der in das Schloss hineinspazieren will? Klar. Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr hier seid, Bürger? Klar. Ich glaube, wir kennen uns schon. Ach ja? Oh, natürlich. Ich kenne euch aus Helgen. Einer der Gefangenen, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe Hadvar bei der Flucht geholfen. Er hat gesagt, er würde für mich bürgen. Ich wurde freigelassen. Ich hätte überall hingehen können. Ich bin hier, um für das Kaiserreich zu kämpfen. Tja. Kämpfe ich für das Kaiserreich? Ich halte mich mal ein bisschen bedeckt. Ich habe Hadvar bei der Flucht geholfen, hat gesagt, er würde für mich bürgen. Hadvar ist am Leben? Ich hoffe, das stimmt. Er ist ein verdammt guter Soldat. Aber er hat sich noch nicht zurückgemeldet. Er kann also eure Geschichte nicht bestätigen. Redet doch in der Zwischenzeit mit Lega Drecke. Ich denke, wir können jemanden von eurer Sorte gebrauchen. Es gibt nicht viele, die Helgen überlebt haben. Außerdem gehe ich davon aus, dass eure Gefangennahme bloß ein schreckliches Missverständnis war. Ja.
Man kann einen Nord nicht zwingen, Hilfe anzunehmen, um die er nicht gebeten hat. Ihr habt Helden überlebt? General Tullius hat mir erzählt, was passiert ist. Nicht viele haben es da lebend rausgeschafft. Ich habe ein gutes Gefühl, was euch angeht. Und das ist bei mir nicht häufig der Fall. Eine Kriegerin vertraut immer ihrem Bauchgefühl. Für euch habe ich eine kleine Prüfung anstelle der üblichen Vorgehensweise vorbereitet. Echt jetzt? Wenn ihr sie besteht, unterhalten wir uns über eure Zukunft bei der Armee. So, ich mache alles, was ihr von mir verlangt. Nein, was ist das für eine Prüfung? Eine Prüfung, die eure Fähigkeiten unter Stress testet. Ja. Ich schicke euch nach Festung Rarkstar, damit ihr sie säubert. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, habe ich keine weitere Verwendung für eure Leiche. Habe ich halt nicht bestanden, vermute ich mal. Was ist bei der Festung Rakstadt? Viele der Festungen in den Weiten von Himmelsrand wurden von den Alten erbaut. Leider sind die meisten mittlerweile zerfallen. Und fast alle wurden von Banditen und anderen Vagabunden übernommen. Festung Rakstadt ist eine der wenigen, die noch so gut wie unbeschädigt ist. Okay. Wir werden hier eine Garnison errichten, aber zuerst werdet ihr die Banditen beseitigen, die sich hier breit gemacht haben. Okay. Die Festung gehört schon so gut wie euch. Gut, das wollte ich hören. Und jetzt an die Arbeit, Soldat. Jawohl. Jawohl, ja. Wenn Ulrich es bei Weißlauf versucht, müssen wir dort sein, um ihn aufzuhalten. Setzt einen weiteren Brief mit den üblichen Plattitüden auf. Aber bringt diesmal ein paar eurer Informationen zu Ulfriks Plänen darin unter. So, wir haben ein paar neue Quests bekommen. Wäre es seine Idee. Jawohl, Sir. Ihr Nord und euer verdammtes Ehrgefühl. Euren überflüssigen Krempel Sir. Könnt ihr im Kram mit Charme verkaufen. Was gibt's denn? Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Aha. Papierjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. So, und das müsste auch wieder Schloss Elend sein. Schloss Elend, da ist ein Schlüssel erforderlich. So, wo komme ich hier lang? Snoopy Doo, Snoopy Bubbly Boo, Snoopy Boodly Boo, Schnubbly Wapp. Tempel der Göttlichen. Mein Gott, wo geht's denn hier überall lang? Tempel der Göttlichen. Und da läuft sogar noch ein Göttlicher. Die Weisheit eurer Göttlichkeit uns durch unsere täglichen Prüfungen führen. Als hoher Priester der 8 Göttlichen heiße ich euch willkommen. Hallo. Schrein von Narkai. Schrein von Kurek. Wir laden euch ein, die 8 Göttlichen offen und frei zu verehren. Ach ja, ja. Ach ja, 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 nee. So, das mit dem Göttlichen, das ist nicht so, nicht ganz so meins. Lasst uns in den Fußstapfen der Göttlichen wandeln. Das ist nicht ganz so meins, Junge, öffnen Einsamkeit. Oh, schön. Einsamkeit ist echt eine schöne Stadt. Das gefällt mir ganz gut. So, wo komme ich denn? Ups. Okay. Wir haben ja jetzt hier... Voll umsonst die Pfeile. Nehme ich direkt mit. So. Okay, da war das Schloss. Soweit. Hier kommen wir wahrscheinlich auch wieder ins Talmoor Hauptquartier. Talmoor?
Palmor Hauptquartier? Ach so. Bin ich hier vorhin? Ich bin ein bisschen verwirrt. Mit Ü. Verwirrt. So, hier muss es ja irgendwo... Warte mal, wo muss man denn hin, um zu dem Schmied zu kommen? Da war hier, glaube ich, hier vorne irgendwo, ne? Oder? Nee. Der Schmied war doch hier hinten, warte mal. So, oder? Wurden sie, junge Frau und junger Mann und wer auch immer hier rum... Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Oder wer hier sonst so rumsteht. Her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld... Hier oben, da müssen wir hin. Da, jetzt habe ich sie wieder raus, genau. So. Wo muss ich denn hin, Junge? Wo war denn der Schmied? Hier! Hier war der Schmied. Und die, Dingens. So, pass mal auf, dann warte ich jetzt 2 Stunden, dann haben die nämlich offen. 1, 2. So. Und dann kommt die nämlich hier langsam auf der Arbeit. Guck mal, der eine Schmied ist schon da. Dann haben wir hier den Schmied-Einsamkeit. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Aber womit kann ich euch dienen? Was Werft habt ihr? Einen Blick drauf. Ich werfe einen Blick drauf. So, lieber Beirund, was hast du denn an Waffen? Du hast einen Eisendolch der Verbrennung. Du hast interessante Bögen. Bekleidung. Große Ausdauer. Elfenstiefel der großen Ausdauer. Ist nicht verkehrt, was du da so bei dir hast. So, Waffen, sonstiges. Kann ich aber nichts weiter. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen groß oder irgendwas einkaufen oder verkaufen, weil ich nämlich schon alles verkauft habe. Größtenteils. So. Hier gibt es aber, glaube ich, nichts zu holen, oder? Nichts Großes und auch nichts Kleines. Na gut. So, dann gehe ich mal zum Flitzebogen-Heini nebenan. Der hat nämlich tolle... Ich hoffe, dass er ein paar schöne Bögen für mich hat. Und wenn nicht Bögen, dann zumindest irgendwie ein bisschen Munition. Mein guter Fihada. Hallo und willkommen, mein Freund. Wie kann ich euch an diesem schönen Tag helfen? Ich brauche Pfeile, die einen Drachen erlegen können. Aber natürlich. Und braucht ihr auch noch den Bogen, mit dem man Regenbogen verschießt? Oder vielleicht einen Köcher, aus dem Met fließt? Pfeile könnt ihr von uns erhalten, aber beleidigt nicht meine Intelligenz. Der hat den Schuss noch nicht gehört. Ne? Werft einen Blick darauf. Waffen. Alter Notbogen. So, alter Notbogen, Eisenpfeil, Jagdbogen, Kaiserlicher. Ich gucke jetzt auch nochmal ganz geschwind auf die, auf den Schaden, die die einzelnen Bögen machen. Hier 20, ein orkischer Bogen mit 20 Schaden. Und hier haben wir einen Zwergenbogen mit 24 Schaden. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt, ne? Das ist doch gar nicht so verkehrt. Aber eigentlich will ich... Kommt doch bald mal wieder vorbei. Eigentlich will ich ja einen beschworenen Bogen haben, weil da bin ich nämlich immer irgendwie...
finde ich cooler. Da schleppe ich nicht so das ganze Gewicht mit mir rum. So, na gut. So, ein Kaninchen für unterwegs. Und da unten ist der andere Marktplatz Tüdel. Frischer Fisch! Vorsichtig! Hier gibt es reichlich frischen Fisch für euch. Ihr und eure Tochter wart bei der Hinrichtung. Svari, ja. Es war hart für sie. Sie vermisst ihren Onkel. Ich habe zu erklären versucht, dass Rockwie etwas Schlimmes getan hat und jeder für seine Aktion verantwortlich ist, aber ein Kind fühlt da anders. Ich glaube auch. Wo fangt ihr die Fische? Unten am Hafen. Es gibt ein paar gute Stellen, wenn man den Arbeitern der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft und diesen Gaunern der Roten Woge aus dem Weg geht. Wir leben in unruhigen Zeiten. Passt dort draußen auf euch auf. Ah, noch ein neues Gesicht. Ich komme aus Hammerfell. Ich kann kaum noch den Überblick über die Leute behalten, die ich schon getroffen habe. Ihr seht aus, als könntet ihr einen reifen Apfel gebrauchen. Oder eine Tomate? Ein Kohl? Oder einen Lauch? Habt ihr Probleme, hier reife Ware zu bekommen? Ich weiß mir zu helfen, aber es ist in diesen Tagen nicht gerade einfach. Die Schwarzbluträuber plündern seit geraumer Zeit die Schiffe vor der Küste. Durch die Dummheiten dieser Banditen wurden schon viele verletzt. Hier kommen bestimmt interessante Leute vorbei. Alles, was Rang und Namen hat. Viarmo hat vor ein paar Tagen einen Apfel gekauft. Er sagte, er sei auf der Suche nach einem neuen Schüler. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wie ihr euer Geld ausgeben wollt. Ihr habt nicht zufällig ein paar Minuten, um zum Hafen zu laufen? Wie läuft das Geschäft? Es reicht aus. Ich bin ehrlich gesagt angewiesen auf die Verkäufe während der Verbrennung von König Olaf. Und dieses Fest findet dieses Jahr wahrscheinlich nicht statt. Was ist die Verbrennung von König Olaf? Ein jährlich von den Barden ausgerichtetes großes Fest. Dabei wird König Olaf als Puppe verbrannt. Das ist immer ein ziemlicher Spaß. Bei den Barden gibt es während des Festes Würzwein. Also kommt immer eine große Bestellung. Noch Wochen später ist die Nachfrage so groß, dass ich kaum hinterherkomme. Aber nach dem Tode des Großkönigs Torik gilt das Fest als geschmacklos. Dieses Jahr wird es also wohl nicht stattfinden. Was braucht ihr von den Loks? Eine Ladung Gewürze wird von der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft aufgehalten. Jemand muss sie überreden, sie freizugeben. Alles klar, dürfte kein Problem sein. Großartig. Kommt zurück, wenn ihr alles erledigt habt, um eure Belohnung für die Mühe zu erhalten. Wunderbar. Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um in Himmelsrand unterwegs zu sein. So, warte mal, du warst doch hier einer aus diesem Laden, ne? Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Und wie soll ich mich für den blauen Palast kleiden? Ihr wollt wirklich in den blauen Palast? Das ist eine gute Gelegenheit. Wenn ihr bereit wäret, eine Garderobe von glänzende Gewänder zu tragen und mit der Jarl zu sprechen, würde ich euch nicht nur dafür bezahlen, sondern ihr könntet die Garderobe auch noch behalten. Hört sich einfach an, ich werde das machen. Gut, hier ist die Garderobe. Versucht, Elisifs Meinung darüber zu erfahren. Und wenn sie ihr gefällt, dann erwähnt, dass ihr sie von glänzende Gewänder habt. Ja. So machen wir das. Bekleidung. Moment, Bekleidung. Feine glänzende Gewänder. Glänzende Gewänder, wenn ihr einen Kleiderwechsel braucht. Papa sagt, dass ich Rockwear nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte. Boah, sehe ich schön aus, Junge. Voll schön. Entschuldigung? So, warte mal. Nur fürs Foto. Fürs Foto. Ach ne, müssen wir uns eigentlich vor dem blauen Palast stellen, ne? Das wäre, glaube ich, fast schon cooler. Für Thumbnail, weißt du? Thumbnail. Das mit dem blauen Palast, das kriegt man hier nicht so gut drauf, ne? Aber ist das überhaupt der blaue Palast? Ist das der blaue Palast? Es ist der blaue Palast, wunderbar. Das heißt, ich muss mich mal geschickt hier hinstellen. So, pass auf.
So, warte. Sehr, sehr schön. Voll schön, Junge. Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. So. Dann gucken wir mal in den blauen Palast rein. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Ich glaube nicht, Tim. Ach, das war der verrückt gewordene Koch. Tane Brilik. Ich habe immer Zeit, ein paar Worte mit einem Krieger zu wechseln. Jo. Bitte wendet euch mit allen Fragen wenn an den ihr Vogel. In geschäftlichen Falk Angelegenheiten Feuerbart. Hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Gefällt euch meine Kleidung? Es sieht eigentlich ganz bezaubernd aus. Eine hervorragende Handwerksarbeit. Das habe ich im glänzenden Gewänder gekauft. Ach wirklich? Nun, dann könnt ihr dort ausrichten, dass ich sehr bald einige Kleider in Auftrag geben werde. Gut. Lebt wohl. Betet für Einsamkeit und für meinen Wenn ich Mann. Etwas von euch bräuchte, würdet ihr es wissen. Alles klar. Vampire sind gerissene Jäger. Auf jeden Fall gerissener als ihr. Ja, dann seid ihr mal alle schön, dann reißt euch mal schön zusammen, ihr Gerissenen. So, wir gehen jetzt in die glänzenden Gewänder und schließen die eine Quest schon mal ab. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Mir juckt das Näschen. Huch. Lauf ich direkt nach Schlangenlinien. So. Wo ist jetzt der Laden? Wo ist jetzt der Laden feine glänzende Gewänder? Kann mir das mal einer sagen? Ich will doch nur die Quest abschließen. Ich glaube, das ist hier unten, ne? Hier unten irgendwo. Yippie. Feine glänzende Gewänder. Feine glänzende... Kram mit Charme. Hättet ihr vielleicht feine etwas glänzende Gold Gewänder. Ja. Da müssen wir rein. Ich habe mich lange hier in Einsamkeit versteckt. Ach, was für eine Freude. Noch ein reizender Kunde. Macht ihr auf dieses schlechter Tag? Ja, wenn meine Kunden meine Zeit mit Schwatzen vergeuden und nichts kaufen wollen. Macht ihr auf diese Art viele Geschäfte? Glänzende Gewänder hat die beste Kleidung in ganz Himmelsrand. Darum kommen die Kunden zu uns. Ach jo. Oh, Entschuldigung. Was hast du gesagt? Was? Kleider und Gewänder für Kunden mit Anspruch. Oh, ich hab voll den Anspruch. Schön, so eine Bergmannskleidung ist der letzte Schrei. Ist der letzte Schrei aus Russland. So, blaue Robe. Bögen. Feine glänzende Gewänder. Genesung, große Magika. Feuerresistenz, Blitzresistenz. Schmierkunst. Schwere Rüstung, leichte Rüstung, 17 Punkte. Hammerfellgewand. Oh, ich weiß nicht, ob das meine Taille so gut betont. Man weiß es nicht. Lehrlingsrobe der Illusion. In der Veränderung, was haben wir hier? Noch ein bisschen, ach nee, der Zerstörung. Ring der Magika des Schlossknackens. Die war echt viel. Stiefel, Totenbeschwörerrobe. Gut, okay, na gut. Endlich. Hallo, ich bin Gisli, aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen.
alle machen das. Entschuldigung, was hast du gesagt? Erikur ist also euer Bruder? Ja, mein älterer Bruder. Und die Person, mit der ihr jetzt wahrscheinlich reden wollt. Aber seit Torek tot ist, liegt die wahre Macht am Hof des Jarls in den Händen von Falk Feuerbart. Mein Bruder ist nichts weiter als ein aufgeblasener kleiner Gag. Das scheint mir nicht gerade die beste Einstellung. Wenn ihr nach einer guten Einstellung sucht, geht zu den Barden. Sie spielen sie euch vor. Wenn ihr stattdessen nach Wahrheit sucht, sprecht mit Noster. Er ist ein gutes Beispiel dafür, was das Leben zu bieten hat. Und wenn ihr einfach nur Spaß haben wollt, probiert Evets Würzwein. Aber was ihr auch macht, lasst mich in Ruhe. Wir reden später weiter, wenn es denn sein muss. Lasst mich alles stehen und liegen lassen, nur um euch behilflich sein zu können. Das macht gar keine Umstände, wirklich. Ihr blöde Arschlöcher, echt. lasst euch ruhig zocken. Sofern wir keine spezifischen Geschäfte... Als ich noch jung und ungestüm war, habe ich einen Mann mit einem einzigen Hieb den Arm gebrochen. Hatte ich auch ein Hufeisen in meinem Handschuh versteckt. Ich möchte, dass ihr Octives Schulden erlasst. Schulden sind Schulden. Entweder er bezahlt oder seine Sippe tut's. Er ist ein alter Mann. Lasst es gut sein. Gut. Ihr hört euch wie ein Priester der Mara an, aber ich verstehe schon. Richtet ihm aus, er soll die Sache mit dem Gold einfach vergessen. Sorgt dafür, dass euer Schwert ab... Ich warte. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Denn du lasst mich doch mal raus hier. So, wenn ihr schon nicht so... Wenn ihr schon keinen Bock auf mich habt, dann lasst mich einfach mal hier raus. So, mein Freund. Habt ihr vielleicht einen Septim übrig? Hab im großen Krieg ein Auge verloren. Sonst würde ich mir mein Geld selbst verdienen. Wieso kann ich meine Quest jetzt nicht beenden? Licht aus, ne? Ja. Verschiedenes. Oder bin ich einfach in der falschen? Ihr wart bei Rockwears Hinrichtung. Ach so. Ihr seid sehr beschäftigt, nicht wahr? Dann bis später. Wenn diese Wachen aus Weißlauf einen Drachen besiegen können, können wir das schon lange. Ach, du warst das. Erfolgt einen gut gemeinten Rat. Lass die Finger vom Glücksspiel. Ich bin über beide Ohren verschuldet. Irnskar soll verdammt sein. Irnskar ist bereit, eure Schulden zu erlassen. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Naja. Als ich noch jünger war, war ich ein ziemlich guter Krieger, wisst ihr? Ich könnte euch das ein oder andere zeigen. Ihr solltet mit meiner Tochter Evette reden. Sie ist der hellste Kopf der Familie. Warum bekomme ich die... Wieso bekomme ich die Frage eigentlich nur bei Männern? Und bei Utgard. Aber Utgard geht als Mann durch. Also von daher... Ihr braucht etwas? Hauptmann Angeline hat mich, Angeline hat mich geschickt, um wegen ihrer Tochter nachzufragen. Was ihre Abkommandierung angeht, derlei Informationen sind im Allgemeinen vertraulich. Ich denke, Angeline sollte es wissen. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um es ihr zu sagen. Ihre Tochter wurde nach Weißlauf entsandt, wo es zu heftigen Gefechten gekommen ist. Der Legat von Weißlauf wollte in Erfahrung bringen, wo sich die Positionen der Sturmmäntel befinden. Er schickte einen Trupp los, um das Gebiet auszukundschaften. Sie stießen auf eine größere Streitmacht. Es hieß, keiner von ihnen sei zurückgekehrt. Gefreiter Morin. Angelas Tochter war ein Mitglied dieses Spähtrupps. Sie muss es erfahren. Na, war mir doch schon fast klar. So, ihr wart der, der den Vorsitz bei der Exekution innehatte. Nicht gerade meine Sternstunde. Rockwear war ein guter und ehrenhafter Mann. Ihr denkt also, er hat das Richtige getan? Wenn man ehrenhaft ist, macht einem das vielleicht zu einem guten Mann. Aber es heißt nicht, dass man immer recht hat. Sonst wäre die Welt ein besserer Ort.
Nein, ich glaube, er lag vollkommen falsch. Rockwirs Hinrichtung war gerechtfertigt und notwendig. So, wie läuft das Training? Ihre Zielsicherheit lässt noch zu wünschen übrig, doch sie sind bereit für den Kampf. Schließt meine Männer in eure Gebete ein. Die werden sie auch brauchen, wenn sie nicht bald in Form kommen. Ihr braucht etwas? Gehört ihr zur Armee? In der Tat, ich trainiere die Rekruten. Mache aus jungen Burschen Männer, all sowas. Ich spiele mit dem Gedanken, den General um ein paar Schulungsbücher zu bitten. Dann hätten die Soldaten was zu tun, wenn sie nicht im Dienst sind. Was anderes als zu saufen. Schon mal ein Buch mit dem Titel Der Spiegel gesehen? Das haben wir früher den Jungs in die Hand gedrückt, die sich über grundlegende Schildtechniken informieren wollten. Aha, wenn ich eine Abschrift finde, bringe ich sie euch. Gut für euch. Die Spiegel oder der Spiegel. Alles Bleibt klar. Bleibt stark. So die Acht es wollen, werden wir diesen Krieg gewinnen. Alles klar. Super. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank fürs dabei sein und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Skyrim. In der nächsten Folge werden wir Barde. Wir fangen an zu singen und wir trällern und wir machen voll die krassen Songs und die fetten Beats und die krassen Tracks. Die hauen wir so raus, eins nach dem anderen. Aber so richtig, Junge, verstehst du? Alles klar. Bis dahin. Ich bin der Tommy und raus. Ciao, good night.